Ländliche Region, Leerstand, Wegzug, demografischer Wandel. Das trifft, glaube ich, auf ganz, ganz viele zu. Und so wie ich Potenzial in meiner Heimat sehe und Fehler sehe oder Chancen sehe, machen wir etwas dafür. Wir werben für unsere Stadt. Wir bringen Leute zusammen, die noch da sind. Wir bringen ganz viel kreatives Potenzial in die Stadt. Also das geht los von Studenten, das geht weiter über Rückkehrer, über Leute, die woanders keinen Platz mehr finden. Wir sind so eine Art Schwarmstadt. Ist man zu Hause, ist man mit derartigen Projekten ja meistens eine Art, ich will nicht sagen Außenseiter, aber man hat irgendwie den Stempel, ach ja, das sind ja die Verrückten, die machen da irgendwas. Aber hier, bei diesem Neulandgewinner, speziell über die Robert-Bosch-Stiftung, kommen halt ganz viele Spinner und ganz viele Verrückte zusammen. Man kann sich austauschen, man kann ein Netzwerk gründen und das Schöne ist, man fährt nach Hause mit genau diesem Bewusstsein, nee, ich bin nicht alleine, da gibt es noch ganz viel mehr. Perfekt.